Guten Quatsch Hamburg, eure Radio Hamburg Comedy Show mit Olli Hansen, Jessica Burmeister und Peter von Rumpold. Präsentiert vom Billstedt Center Hamburg. Ja, ich lieb es richtig. Wir waren mit der 7. auf Klassenreise da. Stadt Eiffelturm Paris, war viel cooler, ist so. Das größte Shoppingcenter im Hamburger Osten mit über 110 Geschäften. Guten Quatsch, weil in regelmäßigen Abständen hochbetagte Rentner in Ladengeschäfte fahren, gibt es jetzt eine neue Forderung der Initiative OPIC, zu Deutsch Old People in Cars. Olli Hansen, was fordern die? Naja, die OPIC zieht die richtigen Schlüsse aus den Vorfällen und fordert ein neues Shoppingkonzept für ältere Verkehrsteilnehmer. Denn die zieht es ja offenbar immer häufiger dazu, mitsamt ihres gesamten PKW nicht einkaufen zu gehen, sondern zu fahren. Dem soll jetzt mit einem speziellen Drive-In-Konzept Rechnung getragen werden. Das Sanitätshaus Pedersen in Großflottbek ist als eins der ersten Drive-In-Sanitätshäuser seiner Art ein echtes Modellprojekt. Die Kunden können dort ganz entspannt mit ihrem Fahrzeug durch sehr breite Eingänge mitten durch das Geschäft kurven. Dabei ist Rückwärtsfahren genauso erlaubt wie Vorwärtsfahren. Im ganzen Laden sind große Gummipoller aufgestellt, sodass es gar nicht schlimm ist, wenn betagte Kunden am Steuer mal ein kleines Nickerchen machen. Außerdem sind die wenigen Fenster aus Panzerglas. Peter, mein Eindruck ist, dass das hier wirklich eine tolle Sache ist. Hat auch mit Wertschätzung und Antidiskriminierung zu tun, weißt wie ich mein? Der ewige Ruf nach Führerschein abgeben ist doch kontraproduktiv. Gleich gegenüber vom Sanitätshaus gibt es eine spezielle Kfz-Werkstatt für Rentner, die sich darauf spezialisiert hat, Gas- und Bremspedal von Fahrzeugen älterer Verkehrsteilnehmer zu vertauschen, sodass der Straßenverkehr insgesamt sicherer wird. Lass so machen, wenn der 102-jährige Heinz Dose gleich sein Auto in Empfang nimmt und erstmal vor Schreck in die Reparaturannahme donnert, melde ich mich noch morgen. Habt ihr das exklusiv, okay? Ja, vielen Dank, Olli Hansen. Kurznachrichten mit Jessica Burmeister. Weltall. Forscher wollen rausgefunden haben, wie der Saturn zu seinem Ring gekommen ist. Unklar ist noch, welchen Planeten er vor 70 Milliarden Jahren zur Frau nahm. Berlin und Wien. Finanzminister Christian Lindner will das Imkern lernen. Ja, ist eine schwarz-gelbe Regierung nicht besser für geeignet? Rezession. Firmen können jetzt im Bürobedarf von Hefter und Schlingel für einen kleinen Aufpreis statt Lehrer bereits volle Auftragsbücher kaufen. Das Wetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Bürobedarf, Hefter und Schlingel. Das war's von uns. Wir hören uns morgen wieder. Bleiben Sie doof. Wir sind's schon.